Hallo liebe Gärtner, ich stehe hier vor einer klassischen Schwengelpumpe, mit deren Hilfe man Wasser aus dem Erdreich vom Grundwasser nach oben befördern kann. Dazu ist wichtig, dass eine Wassersäule in der Pumpe steht, die vom Grundwasserspiegel bis nach oben reicht. Die Wassersäule kann abfallen, wenn es länger heiß ist oder aber die Pumpe längere Zeit nicht benutzt wurde. Deswegen empfehlen wir Ihnen, jedes Mal, bevor Sie die Pumpe benutzen, die Pumpe anzugießen. Vor der Pumpe steht ein Bottich, der sollte immer mit Wasser gefüllt sein. Achten Sie auch darauf, wenn Sie als Letzter gepumpt haben, dass stets Wasser im Bottich ist. Mit einer Gießkanne schöpfen Sie Wasser aus diesem Bottich heraus und gießen das Wasser oben in die Pumpe hinein. In heißen Jahren brauchen Sie dann mehrere Kannen. Also es können schon mal 5, 6, 7 Kannen werden. Betätigen Sie dabei den Schwengel leicht und Sie werden am Widerstand merken, dass die Pumpe zieht. Und wenn das so ist, dann gehen Sie mit beiden Händen kräftig und pumpen sich Ihr Gießwasser nach oben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Gießen.